Guten Tag und willkommen zurück zu Donkey Kong Country Tropical Freeze. Es geht weiter auf Incognito Island in Part 28. Und wie es scheint, ist das heute tatsächlich nicht der letzte Part. Ich dachte, es würde einfach nur ein Bonus-Level noch kommen und das war's dann, so wie es in Donkey Kong Country auch gewesen, in Donkey Kong Country Returns auch gewesen ist. Aber anscheinend sind das hier 4 Level, also die 3, die wir noch sehen. Und noch einen in der Mitte. Ich denke, wir werden dann entweder hinten rumgehen oder das klappt sich dann irgendwie so rum. Aber es scheint so, als müssten wir dann um die Insel einmal rum. Wird auch nur Sinn machen, weil wenn man sich das Ding so anschaut, dann klappt das ja so zu, dieses Portal oder was auch immer das ist. Ich denke mal, es wird wieder ein Portal in irgendeine Welt sein. Und wir werden noch so 2-3 Parts damit füllen können. Also los geht's mit 7-1 Qual der Quader. Das ist anscheinend dann so eine Tempelwelt oder wie? Boah. Sowas finde ich ja mega cool eigentlich. Alles klar. Oh. Ja. Qual der Quader trifft es ziemlich gut. Weil, wenn man nicht weiß, was hier zu tun ist, dann ist es gut möglich, dass man ziemlich schnell stirbt hierbei. Hallo. Okay. Ich hoffe, man muss hier nicht alles einsammeln, Mensch. Aber ich glaube, das ist gar nicht möglich. Ja, komm. Was musste man da machen, um das Puzzleteil zu bekommen? Ich glaube, Dixie ist hier schon wieder am besten, ne? Das ist unglaublich, wie gut, beziehungsweise... Was? Habt ihr das Puzzleteil gesehen unten? Wie soll man denn da drankommen? Hä? Wie kommt man denn an das Puzzleteil? Ich schnall das gerade irgendwie nicht. Ja, aber wir haben's. Ja, gut. Gut, dass die Puzzleteile gespeichert bleiben, weil sonst wüsste ich halt echt nicht, wer es holen soll. Wobei, ein Versuch noch, komm. Was ich mir halt... Wobei... Nee, komm, noch ein Versuch. Ich will das jetzt schaffen. Ja, so muss man es auf jeden Fall machen, okay. Ich denke, es reicht dann auch mit der Vorführung, beziehungsweise... Ich will das irgendwie schaffen. Also noch ein Versuch und dann geht's weiter. Schade. Ja, so soll man es auf jeden Fall machen. Mir fehlt da jetzt das Timing-Gefühl oder was auch immer. Aber dann wisst ihr wenigstens, wie man das holen soll. Falls ihr das Spiel... Wie man das holen soll, falls ihr das Spiel mal irgendwann nochmal spielt. Okay, man soll anscheinend hier einfach rüber. Oh. Nein, ey. Da muss man alles einsammeln, habe ich recht.
Oh, das wird schon wieder ein Rumgefehle hier. Ich meine, Level an sich ist nicht wirklich krass. Aber wenn man eine ordentliche Herausforderung will, dann sollte man auf jeden Fall alle Puzzleteile einsammeln. Ja gut, vielleicht muss man hier doch nicht alles einsammeln. Nee. Nee, ich denke nicht. Boah. Wird man hier schnell geschossen. Okay. Was? Wie funktioniert das jetzt? Ach so, alles klar. Oh, boah, das ist irgendwie... Das ist weird. Man hat hier übelst den Moonjump. Aber ist auch cool. Die Passage feiere ich. Alles klar. Ich wollte springen und irgendwie wurde der Sprung akzeptiert, aber irgendwie auch nicht, weil die das Spiel anscheinend registriert hat, okay, der Quader ist weg, deswegen kann er da eigentlich nicht mehr springen und deswegen, ja, ich weiß es nicht. Das war echt komisch gerade. Das war echt weird. Und ich hatte im letzten Part schon wieder so komische Pausen, wo es mir gerade auffällt, dass ich die Pausen nicht habe. Also beim Reden halt. Solche Sprechpausen, was mir mega auf den Sack geht. Wenn man einfach... Aber okay, man hat das einfach manchmal, dass man solche Sprachhänge hat und dann nicht weiß, was man sagen soll. Beziehungsweise sich einfach konzentrieren muss und dann nichts sagen kann. Aber ich denke, das wird gerade hier in dieser Welt... Wird das alles ein bisschen anders, weil das ist ja meist so eine Challenge-Welt. Aber die ist eigentlich ganz gut machbar, wenn man sich ein bisschen anstrengt. So, weiter geht's. Also der Level gefällt mir bislang echt sehr gut. Auch wenn ich sagen muss, dass ich gerade einen kleinen Anfall bekomme, wenn ich das... Oh mein Gott! Gerade hier bekomme ich absoluten Anfall. Nur 3 von 5? Okay, ja gut, war abzusehen. Vielleicht habe ich wieder irgendwas komplett Offensichtliches verpasst. So wie beim K-Level in der 6. Welt. Oh, jetzt habe ich auch DK verkackt. Aber ist egal. Wir haben sowieso maximale Münzen. Also ist das egal. Ja, wahrscheinlich habe ich wieder einfach nur Bananen nicht eingesammelt. Also passt das schon. Ah, wir müssen doch nicht hinten rum, sondern das Ding dreht sich rum. Alles klar. Dann machen wir mal weiter mit 7-2 Schienenersatzverquer. Alles klar, los geht's. Ja, und was es mit dem K-Level auf sich hat in der 6. Welt, was ich gerade angefangen habe zu erzählen... Da war ein so ein Ding zum Rausziehen im Boden. Und da bin ich einfach komplett dumm dran vorbeigelaufen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das passieren konnte. Aber naja. Ja, alles halb so wild. Das erinnert mich auch eher an so ein K-Level. Aber schon chilliger alles, ne? Also es wirkt alles so extrem, aber eigentlich ist das
vollkommen in Ordnung, was hier abgeht. Und hier sammle ich auf jeden Fall alle Bananen ein. Aber bringt nichts, alles klar. Trotzdem immer besser sicherzustellen, dass man alles einsammelt. Alles klar. Ey, die Fische, die ja schon wieder rumfliegen, ne? Nintendo. Nintendo, Nintendo, ey. Ja, das habe ich aber gesehen da hinten, ne? Ich bin nicht blöd. So, gibt es hier sonst noch was im Wasser? Nee, ich denke nicht. Also gehen wir weiter. Hier gibt es auch nichts. Kann man vielleicht... Okay. Hätte ja sein können, dass man vom Wasser aus da unten ein Fass sehen kann. Aber nö. Boah, nee. Ey, komm schon. Nicht schon wieder so ein Typ. Hallo. Ja, genau. Nimm mal das Ding hoch, wenn ich da gerade herfliegen will. Mann. Wir warten kurz und weiter geht's. Nochmal kurz warten und... Könnte sogar sein, dass ich damit Donkey gestorben wäre. Oh, Raketenfass. Cool. Boah, ist das komisch. Boah, ist das komisch gerade zu steuern. Alles klar. Und wir haben alle Puzzleteile. Das heißt, so lange geht dieser Level gar nicht mehr. Ah, schön. Boah, wie lange es noch weitergeht. Wie lange will der Level denn noch gehen? Hallo? Schluss jetzt. Ich habe alle Puzzleteile. Ich will jetzt ins Ziel. Boah, ey, sag mal. Nicht darunter fallen. Komplett dumm. Was ist hier hinten? Nichts oder was? Naja, okay. Ja, wunderbar. Wir hätten sogar noch 15 Münzen bekommen. Aber die sind leider verschwendet. Schade. Und ich weiß immer noch nicht, ob ich im letzten Part beziehungsweise im Bonuspart dann in dem Fall die Kapseln ziehen soll. Mit euch dann quasi zusammen. Muss ich mir noch überlegen. Aber jetzt geht's erstmal weiter. Mit weiter bis wolkig. 7-3. Let's go. Wir sind erst 13 Minuten in Part. Also kriegen wir die drei Level sogar noch hin. Aber wer weiß, wie hart dann der letzte Level wird, ne? Also schon besser hier jetzt die drei Level in einen Part reinzupacken. Anstatt dann schon wieder so einen Gigantenpart zu haben. Ey. Ja, sorry, das habe ich jetzt gar nicht geblickt. Aber es ist, glaube ich, auch mal interessant, nur mit Donkey zu spielen. Ja gut, gerade geht's noch. Das ist wunderbar hier. Ja, wie soll man da rankommen?
Ich glaube, ich weiß wie. Wahrscheinlich kommt man vorher mit irgendeiner Plattform weiter oben und kann die dann nehmen. Nein, ich habe schon wieder getan. Och Mann, warum ist das denn so kacke da an der Stelle? Warum wird man nicht... Warum kann man... Hätte man das Fass nicht weglassen können? Oder warum wird man nicht auf eine sichere Stelle geschossen? Mann, ey. Ja, wie auch immer. Ach, scheiße. Ah, jetzt hagelt es wieder die Fels, ne? Ja, war klar. Ah, und es könnte ganz gut sein, dass ich hier wieder etwas stiller sein muss. Weil ich hier sonst heute nie fertig werde. Alles klar. Nee, man kommt doch nicht von weiter oben. Oder, ach, nee, das ist noch nicht die Stelle. Ja gut, ich bin aber jetzt auch nicht... Alles klar. Ich bin jetzt aber auch nicht dran gekommen. An das Puzzleteil. Keine Ahnung, was man da machen muss. Ach komm schon, ey. Warum muss denn da so eine hässliche Eule sein? Ich werde das Puzzleteil wahrscheinlich nachholen müssen. Da. Nein, ich habe schon wieder getan. Das ist aber auch eine Kackstelle da. Mann, was ist das denn für ein Müll? Jetzt komm ran, du Scheißplattform. Okay, man wird immer maximal geboostet anscheinend. Auch wenn man nicht zum maximaler Länge drin bleibt. In der... Nein! In der Wolke. Ja gut, wenigstens haben wir das Puzzleteil. Und... Ach Mann, ey. Ich hätte es aber gern geschafft. Warum muss ich dann immer so rumfailen bei solchen Sachen? Ich schaffe... Nein, das ist eine Kackstelle, ohne Witz. Warum muss ich immer bei solchen Stellen so hart rumfailen? Also, was heißt hart, aber warum muss ich dann failen? Ich meine, das wäre so schön gewesen. Einfach das scheiß Puzzleteil holen und weiter. So, hier wieder mit Speed drüber. So, jetzt aber. Zack. Alles klar. Zack. Jetzt haben wir es aber hier. Und das nächste Puzzleteil. Wunderbar. Na gut, das... Das hätten wir eben gut gebrauchen können, das Herz. Aber jetzt ist es zu spät. Nee. Halt's Maul. Ah, ich habe nicht genug Speed, naja. Ich habe es direkt gesehen, als ich da nochmal korrigieren musste, dass ich dann nicht genug Speed haben werde. Hier auf die Plattform warten, ich habe es mittlerweile geschnallt. Boah! Doch ein Puzzleteil dafür. Alles klar. Ja, dann hat es vielleicht doch was Gutes, dass wir da die ganze Zeit gefailt sind. Als ich die ganze Zeit da gefailt habe. So. Alles klar.
Ja, okay. Alles klar. Nice. Ich glaube, hier muss man sehr, sehr, sehr viel mit dem Rollen arbeiten. Einfach damit man Speed drauf kriegt. Und wunderbar. Das haben wir. Nein, 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 nein. Boah, war das knapp. Oh, war das knapp alles. Oh mein Gott. Man muss früher springen. Man kennt ihn. Okay, hier wieder auf die Lieblingsplattform. Nee, ich bleib dabei. Das ist einfach eine Kackstelle. Das hätten sie, aua, besser machen sollen. Ich weiß nicht, was Nintendo sich dabei gedacht hat, um ehrlich zu sein. Oh, scheiße, ja. Aber egal, wir hatten sowieso nur ein Herz und einmal irgendwie ein kleiner Fail hier und das war's. Also von daher, und ich wollte gerade schon wieder drücken hier. Das ist so eine... Ihr kennt meine Meinung. Mann, ey. Nein, 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 nein. Okay, wunderbar. Ich flieg weit genug. Und alles easy hier. Wunderbar, wunderbar. Hier einfach rüber. Wir brauchen das Puzzleteil nicht. Wir haben schon eingesammelt. Boah, das wäre krank, wenn man für die Puzzleteile das alles in einen durchspielen müsste. Scheiße. Aber es ist eigentlich auch eine Assi-Stelle da mit den Würfeln und der Eule, ne? Boah, boah, war ich schnell. Holy shit. Ja, jetzt muss ich natürlich die, Stelle mit der... Nein. Okay, muss ich anscheinend doch nicht. Ich wollte gerade sagen, anscheinend muss ich die Stelle mit der Eule vernünftig machen. Aber nö, vielleicht doch nicht. Vielleicht doch nicht. Mal schauen. Ich darf mich nur nicht treffen lassen hier und ich habe es schon wieder getan. Was ist das für eine Kackstelle? Holy shit, geht mir das auf die Eier. Okay, es hat gerade bei mir geleckt. Bei euch wahrscheinlich nicht. Hoffe ich zumindest, weil das war echt ein extremer Lag. Alles klar. Weiter geht's. Hier unten rum. Alles easy. Wunderbar. So. So wollte ich das nämlich machen. Da hier sowieso ein Herz auf uns wartet. Also von daher alles gut. So. Nice.
weiß gar nicht, was ich mich hier bei den Felsen so beeile. Da sollte man eigentlich mal durchatmen, weil man da einfach die Möglichkeit dazu hat. Aber, okay. Das war komisch. Aber ich werde es natürlich jetzt auch hier hinter mich bringen. Nein! Total Blamage. Nein, okay. So schlimm ist es jetzt auch nicht. Aber es ist schon ätzend. Weil ich... Nein! Diese Kackstelle! Weil ich so gut durchgekommen bin. Und jetzt hier die ganze Zeit rumfaile. Echt schade. Aber es ist auch ein schwerer Level. Muss man einfach mal so anerkennen. So. Wunderbar, das geht doch. Und zack. Da sind wir fast wieder durch. Alles klar. Und hier springen wir einfach durch. Ich meine, warum nicht? Zack. Hier das Herz einsammeln. Logischerweise wird man sowieso reingeschossen. Ich weiß nicht, ob man da sich durch den ersten Cube schießen kann, um das Herz dann aufzusammeln, um das ein bisschen schlauer zu spielen. Weil könnte ja auch sein, dass man dann in der Luft stoppt. Und man dann einfach in die Hölle runterfällt. Kann ja sein. Ja, okay. Ah, das wäre das letzte Puzzleteil gewesen. Also, let's go. Lass uns das hinter uns bringen. Boah, wie ich hier jetzt rumfaile. Also, rumnoobe, besser gesagt. Ist ein bisschen hakelig, die Steuerung. Also nicht die Steuerung, sondern wie ich das steuere. So. Ich will jetzt hier nicht der Technik das in die Schuhe schieben, dass ich so hart am Failen bin. Ganz sicher nicht. Sondern das ist schon alles hier meine Verschuldung. So. Hier kann man es sich aber auch echt einfach machen. Ich meine, man springt einfach da durch. Hat eine ziemlich schwere Stelle dann geskippt. Ja, da braucht man Speed. Da braucht man einfach nur Geschwindigkeit. Hatte ich jetzt nicht. Epic Fail. Egal, weiter geht's. Und am besten geht's mal wirklich weiter, dass wir hier den Part mal so langsam beenden können, weil wir dürften jetzt so an der halben Stunde sein. Also fast zumindest. Und das ist schon wieder ein bisschen Überlänge. Eine halbe Stunde ist noch okay, aber so wie im letzten Part
Der 50-Minuten-Part, der war echt schon unplanmäßig. So, wunderbar. Jetzt geht's weiter. Einen Moment, mal kurz entspannen. Und weiter geht's. Soll ja auch mal erlaubt sein, wa? Boah. Und hier gar nicht steuern, ein... Scheiße! Und am besten auch nicht blöd rumquatschen, damit man sich auf die Sprünge konzentrieren kann. Man braucht da gar nicht irgendwie steuern oder so. Man wird von dieser Kackstelle, Mann! Man wird da von dem Flugzeug, also von der Plattform halt, wird man gut mitgenommen. Da braucht man sich keine Gedanken zu machen. Ja, war klar. Warum sind da eigentlich unten die blauen Feuertickies? Einfach nur, um einen irgendwie zu abzulenken oder so? Wahrscheinlich, ne? Und ich wollte mal in die Eule reinrollen, aber das ging anscheinend nicht. Wie man gesehen hat. Ich wurde ziemlich schnell da auf einmal nach unten gezogen. Ich weiß nicht, ob ich es einfach falsch gemacht habe oder ob man so schnell... Nein! So schnell nach unten gezogen wird. Ja gut, ist sowieso egal. Ob man so schnell nach unten gezogen wird, weil die Plattform halt runterfällt. Oder was da los ist, ich weiß es nicht. Und ja. Wir gehen auf die 40 Minuten zu. Ziemlich ungeil, ehrlich gesagt. Weil Maximum sollte eigentlich 30 Minuten sein. Was musste ich da aber auch eben rumfailen dann bei dem letzten Puzzleteil? Muss ich hier eigentlich allgemein die ganze Zeit rumfailen. War nicht so geil. So. Komm, weit ist es nicht mehr zum Ziel. Wenn man Knopfdrücken von mir hört, sorry, aber ich will hier sicher gehen, dass die Eingabe auch übernommen wird. Nein. Scheiße.
Ja, das ist ein bisschen assi, die Stelle. Beziehungsweise, ich bin jetzt nervös, weil ich gerne den Part zu Ende kriegen möchte. Und der nicht schon wieder so lang werden soll. Nein, das ist Kacke! Ich will nicht solche scheiß langen Parts hochladen, Mann. Das erstmal. Erstmal schaut sich das niemand an. Und dann dauert es auch noch lange. Beziehungsweise andersrum. Erstmal dauert es lange, um produziert zu werden und hochgeladen zu werden. Und dann schaut sich das auch noch niemand an. Also nicht ganz zumindest. Also sind solche langen Parts echt immer eine Qual eigentlich. Man hat immer ziemlich Zeitdruck, wenn man so sieht, okay, ich bin jetzt hier schon bei 30 Minuten. Jetzt sollte ich mal so langsam hinne machen, dass ich den Part beenden kann. Nein. Ja, es wird auf jeden Fall über 40 Minuten. Oder ich muss halt schneiden, ich weiß es nicht. Nein, diese Scheiße! Nintendo, was soll die Kacke? Boah, zum Glück gab's das bei keiner anderen Stelle. Es fuckt so abartig ab. Es ist echt nicht schön. Das ist die schlechteste Stelle des Spiels. Sorry, aber muss man einfach so sagen. Weil es... Ja, es soll einen vielleicht beim ersten Mal trollen und soll man immer darauf kommen, okay, ich muss da erst warten, bevor ich da mich weiterschießen kann. Aber wenn einem das immer und immer und immer wieder passiert, ist einfach nur frustrierend. Boah, gerade so. Der Abstand ist aber auch knapp bemessen da. Man merkt schon, ich bin etwas ruhiger. Weil jetzt wieder die Endstelle kommt. Komm einfach nur ins Ziel. Mir egal. Endlich ist der Level vorbei. Oh mein Gott. Heilige Scheiße. Oh, es tut mir leid, dass ich so oft Scheiße gesagt habe in dem Part. Wer auch immer zuschaut, kann ja auch sein, dass... Naja, halt etwas... Du hast den extra schweren Modus freigeschaltet. In extra schwer kannst du keine Items und keinen Begleiter mit ins Spiel nehmen oder in Fässern finden. Du hast nur ein Herz. Viel Glück. Ja, alles klar. Wie gesagt, kann ja sein, dass kleinere Kinder zuschauen. Also, Entschuldigung. Dafür auf jeden Fall. Und ich nehme jetzt erstmal eine richtig dicke Pause. Wobei, nee. Es gibt gar kein Final-Level mehr, ne?
Nee, das war's. Alles klar. Bisschen schade, weil ich jetzt eigentlich noch richtig, richtig knackiges Level erwartet habe. Was dann eben auf uns wartet, wenn wir alle drei Level gespielt haben. Aber anscheinend kommt es nicht. Das heißt, ich brauche jetzt auch keine Pause machen für den extra schweren Level, weil ich bin echt durch. Und kann direkt den nächsten Part aufnehmen. Und dann erstmal ein bisschen in den Extras chillen. Alles klar. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen, für alle, die hier bis zum Schluss zu Ende geschaut haben, weil ich meine, schaut schaut auf die Uhr, schaut auf ja, die Zeit. 40 Minuten Part schon wieder, das ist echt unfassbar. Naja, bis dann und ciao.